Michael Fassbender will in Jesus Erinnerungen schwelgen. Zugegeben, das klingt zunächst ziemlich skurril. In seinem neuen Streifen Assassin's Creed taucht der Schauspieler als Callum Lynch in die Erinnerungen seines Vorfahrens Aguilar ein. Auf der Pressekonferenz zum Film verrät Michael, dass er in Wirklichkeit für dieses Vorhaben jemand anderen im Sinn hätte. I'll go with Jesus Christ. He's not a family relative, but or maybe he is to all of us. That you don't know, yeah. Yeah, exactly. But yeah, I'd like to sort of see something of that time. So, so. Die Wahl von Co-Star Mario Cotillard ist da ja schon fast bescheiden. I think I would go to, I mean, as far as I could in my lineage and see my first ancestors, maybe in the Stone Age or something like that. Auch interessant. Nur leider ist die Technologie aktuell noch lange nicht so weit. In Assassin's Creed kann man aber schon mal auf den Geschmack kommen. Der Film startet am 27. Dezember in den deutschen Kinos.